Onur Olusoy, letztes Spiel heute, Hamburg Panthers. Sehr emotionaler Tag. Wie fühlt es sich an für dich jetzt? Erstmal freue ich mich, dass wir Hamburger Meister wieder geworden sind. Aber ich bin auch traurig. Es war mein letztes Spiel. Ich weiß nicht, ich werde es wahrscheinlich erst später realisieren. Jetzt stehe ich nur auf dem Platz im Trikot. Irgendwann werde ich nicht mehr Einfluss nehmen können und dann spätestens dann, wenn ich zuschauen muss, dann werde ich so richtig spüren und werde vielleicht ein Kribbeln haben und wieder auf den Platz wollen, aber das wird leider nicht mehr der Fall sein. Wie geht's jetzt weiter mit dir? Sehen wir dich überhaupt nochmal in Hamburg? Das auf jeden Fall. Also ich werde die Panthers noch begleiten, unterstützen. Von der Ferne halt. Ich kann nicht mitwirken, aber ich werde vielleicht finanziell mal Hilfe leisten. Die Panthers sind immer noch mein Baby und ich werde die Jungs so gut es geht unterstützen und auch mal nach Hamburg kommen und mir die Finals vielleicht anschauen. Ich bin Panthers durch und durch. Das Baby lernt jetzt also zu gehen von alleine, ohne den Papa, ohne den Oberpanther. Wer wird das jetzt übernehmen, wenn du nicht da bist? Hauptsächlich Sabo. Aber natürlich haben wir da genug Aufgaben, die verteilt werden mussten. Und wir haben auch die anderen Jungs Stimmrecht. Ich denke da an Jalle, Michi, Stefan, Mo. Also die Jungs werden das schon hinbekommen. Also wir sind ja, wie gesagt, eine Familie, die vieles zusammen gemacht haben. Jetzt sind sie, fehlt ein großer Aufgabenbereich, aber das werden sie wuppen. Also da haben wir auch schon intern alles besprochen. Aber federführend wird es dann halt Sabor richten. Ja, du hast es vorhin im Vorgespräch schon gesagt. Es war ein sehr emotionaler Moment auch nach dem Abpfiff. Wie ging es dir während des Spiels? Hast du dich da nur professionell auf Futsal konzentrieren können oder wie ging es dir da? Ja, ich wollte jede Sekunde, jede Minute auf dem Platz genießen. Ich glaube, man hat mir das angesehen. Ich hatte zwar Schmerzen. Ich hatte mir gestern im Rücken eine Zerrung geholt. Habe mir Ibuprofen noch genommen, aber ich habe es trotzdem genossen. Also ich habe auch, glaube ich, die zweite Halbzeit komplett mit Schmerzen gespielt. Zum Glück noch ein Tor gemacht, beziehungsweise drei. Ja, das freut mich. Und das waren die letzten Tore, leider. aber sehr emotionaler Moment für mich. Musste mich gut zusammenreißen. Ja, Onur Olusoy, vielen Dank. Wir wünschen dir natürlich viel Erfolg. Das war ein schöner Abschied heute. Und hoffentlich sehen wir dich demnächst wieder in Hamburg. Ja, danke.